Jetzt habe ich auch öfters so einen Trend gehört, Matthias, dass sich die Leute oft gar keinen so Holzofen meiden, sondern so einen Ethanolofen. Das glaube ich ist aber kein richtiger Ofen, das ist nur so ein Showofen, oder? Ja, bei den Ethanolöfen, sagen wir mal, das ist halt eine reine ja, Paste oder halt ein Gel, sage ich jetzt mal, das, wo halt brennt. Da, ist, da hast du halt also die Feierung in Anführungszeichen, dann hast du irgendwo einen Behälter, wo halt, wo du halt das eine schützt und das läuft halt da langsam ein und verbrennt halt dann. Oder das ist halt in einer Schale drin und zündest an. Das ist vom Prinzip her, sage ich mal, ähnlich wie die bei der Gastro, wenn die halt unten die Warmhalte. Beim Chinesen, wenn es dann warm wird von unten, die oder so, die Teile, wo da unten drin sind. Weißt du, was ich meine? Ja. Genau, so vom Prinzip her funktioniert das. Und das Gefährliche dabei ist, dass halt bei den Ethanolöfen brauche ich keinen Kamin. Den kann jetzt ich in jede beliebige Wohnung zum Beispiel einstellen. Aber bei der Verbrennung entzieht das Ethanolfeuer der Raumluft die Luft. Das heißt, von der Verbrennung her, ich habe O2 und es entsteht CO2. Aber warum brauche ich dann keinen Kamin nicht? Ja, jetzt pass auf. Okay. Und bei den Ethanolöfen muss ich dafür sorgen, dass der Sauerstoff wieder nachströmen kann. Mhm. Weil sonst die Leute irgendwann umfallen oder einschlafen, weil kein Sauerstoff mehr in der Luft ist. Das heißt, die braucht eigentlich eine Sauerstoffleitung zu dem drum hin. Ja, oder halt ein Fensterkippen. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck. Ja, weil du machst es warm und dann geht es wieder rein. Genau, und das ist halt das Gefährliche dabei und das wissen ganz viele nicht. Das hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Und da ist jetzt zum Beispiel, wir haben Ethanolöfen jetzt fast gar nicht da, aber wenn jetzt ich da einen verkauft hat, dann müsstet ihr dafür sorgen, dass da irgendwo in der Wand vielleicht ein kleines Lehal drin ist oder beim Fenster eine Dichtung raus da oder irgendwas, dass da halt gewährleistet ist, dass da irgendwo der Sauerstoff nachkommt, der wo verbrennt wird. Mhm. Ja, das ist ja interessant. Ich glaube, das weiß kein Mensch, oder? Nein, weiß ich nicht. Also mir war es jetzt nicht bekannt, dass man das braucht. Also, Also das ist, ja, ich verstehe es auch nicht, warum man sowas sich überhaupt kauft, sag ich mal so. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Also beim Fertighaus ist es eigentlich so, dass der Ofen, sag ich mal, es ist ja zwar ein Ofen, ist eine ganz andere Wärme, aber die Wärme, die erzeugt wird, wird ja eigentlich gar nicht so stark benötigt, weil beim Fertighaus die Dämmung sehr gut ist und das Heizsystem kriegt ja die Bude warm. Mhm. Die meisten Leute, habe ich die Erfahrung, die mehr haben dieses Feeling, das Feiern, Knistern hören, das Romantische. Ja. Also so habe ich es gefallen bei unseren Kunden, die mehr haben den Ofen gar nicht wegen der Wärme, sondern eher wegen dem Feeling. Und vielleicht wegen ist dann der Atmosphäre. Atmosphäre, ja, genau. Und vielleicht ist dann der Ethanol halt einfach eine günstigere Variante, weil wenn du sagst, ich brauche keinen Kamin dazu, vielleicht ist das der Grund, warum das viele Leute oder ein paar Leute nehmen. Aber du sagst, bei dir ist eigentlich kein Thema nicht, gell? Weil das auch vom Flammenbild her gar nicht, das ist ein ganz anderes Flammenbild. Ich habe auch das Knistern habe ich da nicht. Aber das merken eigentlich die Leute, wenn sie ein Holzofen haben. Aber beim Ethanol, das brennt einfach nur. Mhm. Das ist einfach nur schön. Könnte man OLED-Fernseher auch hinstellen. Ja, also. Ja, interessant. Das ist ein guter Punkt, das habe ich auch nicht gewusst. Das ist wirklich also gute Nuggets, was du da lieferst. Also das ist nicht lustig, das Ganze. Also. Ja, nein. Und das wissen ganz viele nicht. Ich habe schon vor ein paar gehört, die dann gesagt haben, ja, wir sparen uns das mit dem Ethanol auf rein. Aber das ist ja so, dass der ja auch die Feuchtigkeit zum Beispiel auch ins Haus liefert, weil ja der durch die Verbrennung auch dann Wasser entsteht und dann kannst du auch, sag ich mal, Worst-Case-Szenario irgendwo bei der Glasscheibe laufen auf einmal die Wasserperlen runter. Aber da muss ja schon ganz viel laufen. Ich meine, da musst du schon 10, 15 Stunden laufen lassen, aber das machst du eh nicht. Mhm.